gehen. Sie gibt es nicht mehr. Nur weil sich heutige Staaten damit konfrontiert sind, dass sie moderne Staatsmodelle eingeführt haben und die Scharia kein Gewicht hat, obwohl es 13 Staaten gibt, die noch mit der Scharia arbeiten, bedeutet das noch lange nicht, dass nicht in der Vergangenheit genau die Dinge so angewendet wurden. Und ganz kurz. Wenn nicht in der Vergangenheit, ja, dann in der ersten Stunde des Islam. Ja. Und da frage ich dich, war es fair, dass man Juden und Christen eine gesonderte Steuer auferlegt hat, wo sie hätten noch alle die gleiche Steuer bezahlen können und alle hätten gleichzeitig den gleichen Schutz verdient? Okay, und es gibt zwar kein Land mehr, gut, dass es das praktiziert und so, aber es gibt Leute, so wie dich, Kelmendi, gibt solche wie dich und es gibt Tausende, die so sind, die in Europa leben und ihr habt in Europa nichts verloren. Ganz klar, das ist meine Ansage, ja. Aber ich bin doch ein Europäer. Ist mir scheißegal, du hast dir nichts verloren, sondern Gedanken. Gut, das sind nicht die europäischen Werte, die du vertrittst, so. Verzieh dich einfach. Du hast ja nichts verloren in Europa. Punkt. Wo soll ich hingehen, wenn ich Albaner bin? Ich bin ja, ein Europäer. In ein bestmögliches islamisches Land. Es ist Land, auch haram für ihn, um in einem Land zu leben, wo der Scharia nicht geht. Aber, doch nach Afghanistan. Aber du sagst, ich soll mich aus Europa verpissen, aber ich bin doch Europäer. Du bist doch ein Iraker. Was suchst du in Europa? Erklär mir das. Genau, das war die Frage, die ich dir vorgestellt habe. Ich stehe für die Demokratie, ich bin ein Befürworter der Demokratie. Aber du bist kein ethnischer Europäer. Moment, Leute, lasst einen ausreden. Warman antwortet und dann, Kelmendi, kannst du antworten. Der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich mich mit den europäischen Werten identifiziere. Ich möchte nicht, dass Menschen bei Diebstahl zum Beispiel die Hand abgehackt werden soll, bei Ehebruch gesteinigt werden soll, dass Homosexuelle von irgendwelchen hohen Häusern geworfen werden sollen und. Ich möchte nicht das, das sind nicht meine Werte, das sind aber deine Werte und diese Werte haben in Europa nichts verloren und solche wie dich gibt es zu Tausende hier leider, weil die Politik versagt hat und ich hoffe, irgendwann ändern sich die Spielregeln in Europa und dann wird es für solche Leute wie dich auch eng werden, das sage ich dir. Aber schau mal, du kamst nach Europa oder besser gesagt nach Österreich als ein illegaler Asylant. Stimmt gar nicht, du kennst mich nicht einmal, was für illegaler Asylant. Aber eine Frage, muss man als Muslim, muss man da die Scharia quasi höher ansehen wie das Grundgesetz? Ja, wie kamst du denn nach Europa? Hat dich Österreich reingeflogen als Arzt oder wie kamst du denn hierher? Wir sind politisch verfolgte Kurden. Ja, sag ich ja. Du kamst als Politiker. Nein, du sagst illegaler Asylant. Ja, natürlich. Was für natürlich? Mein Vater ist nicht illegal in dieses Land. Aber warum nach Deutschland? Das ist ja auch egal. Women hat keinen Gott, der sagt. Freunde, eins nach dem anderen, sonst muss ich alle unterbrechen. Freunde, eins nach dem anderen. Wir müssen eine Struktur reinbringen. Ich würde gerne eine Frage stellen, einfach mal. Aber Moment, bitte. Eine Sekunde, nein, Kiam, weil hier geht es genau um dein Thema. Kelmendi antwortet jetzt. Hier geht's doch. Niemand kommt, da geht da jetzt dazwischen. Ja, Kiam, das ist doch genau dein Thema. Hier geht es um illegale Immigration. Warman ist so gesehen ein illegaler Immigrant in Deutschland. Stimmt nicht. Das ist falsch. Stimmt doch gar nicht. Warman, erklär das und dann, bitteschön, das betrifft ja dich. Ja, wir sind die Kurden, die damals von Saddam Hussein geflohen sind, die haben sich nicht illegal nach Europa geschmuggeln lassen. Also wir, meine Eltern, ganz bestimmt nicht. Aber warum Österreich? Warum Westeuropa? Warum seid ihr nicht zum Beispiel in Griechenland oder so geblieben? Weil hier das Leben doch besser ist, oder? Ja, dort hat Griechenland uns aber nicht wollen, sage ich dir ehrlich. Ja, aber die Deutschen und die Österreicher wollen euch genauso wenig. Doch, also nein. Meine Eltern waren, was heißt zu wenig? Wir haben hier Asyl bekommen, die Staatsbürgerschaft bekommen, das haben wir in Griechenland nicht bekommen. Das Volk will euch auch hier nicht. Die ganzen Syrer bekommen ja auch Asyl, trotzdem will das deutsche Volk die nicht. Du hast mir gesagt, ich bin illegal, wir sind illegal nach Österreich, nach Europa gekommen, das stimmt nicht. Darum ging's. Habt ihr die Grenzen legal? Ob die Gesellschaft das will oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber du hast mir unterstellt, dass wir illegal nach Europa gekommen sind. Und das ist einfach falsch. Und jetzt tu nicht das Thema wechseln. Du fantasierst irgendetwas vor dich her. Du hast keine Ahnung von nichts. Nein, weil du sagst ein Europäer, du sagst mir als ethnischer Europäer, eins als das älteste Volk, zu den ältesten Volk in Europa sogar angehören. Dem Pelasgas sagst du, ich soll aus Europa verlassen. Ja, aber es gehört zu Europa auch die europäischen Werte, oder? Dass man sich mit den europäischen, wie kann das mir ein Iraker sagen? Werten identifiziert. Und das tust du nicht. Du bist ein Feind der Demokratie. Ja, wir haben jahrhundertelang für die Gleichberechtigung entgegen der Kirche gekämpft. Nicht, dass wir uns das jetzt von einer Religion aus dem 7. Jahrhundert wieder alles wegnehmen lassen. So. Das sind Werte, die wir uns aufgebaut haben.
Ja, da spricht doch keiner dagegen. Warum wir damit Probleme haben. Ja, aber die Frage ist, würdest du jetzt die Scharia höher ansehen als das Grundgesetz? Oder generell Muslime? Ja, natürlich jeder Muslim. Natürlich, das will doch der Barmann dann sagen, mit europäischen, ja, das ist ja das, was du sagen willst, mit europäischen Werten und den hier Grundgesetzen, wenn man das nicht schätzt, dass man dann hier nicht zu suchen hat, das willst du sagen, oder? Genau, das habe ich auch verstanden. Natürlich stellt ein Muslim den Koran höher als das Grundgesetz, das ist doch selbstverständlich. Wie, darf ich dir eine Frage stellen? Wenn es nicht so wäre, dann wäre er ja kein Muslim, oder? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Hast du dich befasst mit der Koran? Ja, natürlich. Wie findest du denn, dass Allah so redet über deine Mutter, über deine Schwester, über deine Frau, über deine Kinder später? Wie findest du das eigentlich? Wie findest du, dass eine Frau wie ein kleines Kind bezeichnet wird und der Mann ihr kein Geld geben darf, weil sie keinen Kopf hat? Wie findest du was, mit der Ehe? Der Mann darf der Frau kein Geld geben? Ja, Surat al-Nisa. Surat al-Nisa. Dann lies mal vor, lies mal bitte vor, wo steht es, der Mann der Frau kein Geld geben darf. Ich gebe es dir, weil ich kenne es nicht auswendig. Surat al-Nisa, Ayah 4. Und wie soll dann eine Frau einkaufen gehen? Ja, das darf sie auch nicht, das muss eine der Frau Mann machen. Eine Frau darf nicht einkaufen gehen. Nein, eine Frau darf nicht wenn ohne, ein Mann Erlaub, recht, wenn ohne ein Mann Erlaubnis, verbietet, darf sie nicht zu gehen, alleine. Dann darf sie nicht Immer einkaufen. mit einem Mahram. Glaubst du wirklich? Ja, das ist der Scharia. Eine Frau Frau darf ohne die Erlaubnis ist zur des Mannes Hälfte das Haus nicht verlassen. So wurde es geregelt. Und eine Sekunde. Wenn viele Männer ihren Frauen einfach erlauben, einkaufen zu gehen, zu ihren Eltern zu gehen, ist es etwas anderes. Aber eindeutig in der islamischen Literatur ist es eindeutig, dass der Mann das Privileg hat, seiner Frau den Umgang mit ihren Eltern oder mit Freunden oder das Ausgehen zu verbieten, wenn er glaubt, dass dadurch Fitna entsteht. Und das ist ein klassisches Element der islamischen Scharia-Kultur. Wie findest du, dass Allah sagt über die Frauen, alle Frauen, also auch deine Mutter, deine Schwester und deine Frau, deine Tochter, naqisatu aql wa din? Wie findest du das? Tfaddal. Kannst du es kurz übersetzen, bitte? Das ist, eine Frau ist die Hälfte von Kopf, also die Hälfte, also ihr Gehirn ist immer die Hälfte von einem Mann. Ein Mann hat einen ganzen Gehirn, die Frau die Hälfte. Also die kann nicht nachdenken. Ja, also das zeigt mir aber wieder, dass Koran einfach eindeutig vom Mann geschrieben wurde. Also ganz ehrlich, wer sowas schreibt. Im Koran steht das, wenn die Frau vergisst, braucht sie eine zweite Frau, um sie dazu zu erinnern, damit sie überhaupt eine Meinung geben kann. Okay, das ist im Koran. Also das ist ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kannst du zu al-Bukhari gehen. Ja, sahih. In jeder Hinsicht ist es sahih. Und im Koran steht das auch. Also was ist nur meine Frage, meine persönliche Frage. Wie findest du das, dass deine Mama die Hälfte ist als dein Vater? Die Hälfte ist als du selber. Sie hat dich erschaffen. Sie hat dich gebärt. Und sie hat die Hälfte als du. Wie kannst du das akzeptieren über deine Mama? Total. Was meinst du mit Hälfte? Ich verstehe deine Frage nicht. Hast du nicht Mitleid mit euch geschickt? Ja, vielleicht kannst du das nochmal fragen. Okay, kann ich mal ein bisschen reinkrätschen? Ich verstehe dein Deutsch auch nicht wirklich so gut. Ist okay. Ich will mal, oder ich helfe dir gerne mal. Man versteht sie perfekt. Ja, Mann, ich werde dir jetzt mal ein bisschen helfen. Ich frage, Kelmandi. Manchmal muss man einfach nur den Spiegel umdrehen und den Muslimen den Spiegel vorhalten. Und dann sehen manche Muslime die Dinge ein bisschen klarer. Wie würdest du dich fühlen, wenn es eine Gesellschaft gibt, in der von den Muslimen eine Schutzsteuer bezahlt wird, in der du nur dann voll gesellschaftsfähig bist, wenn du die Schutzsteuer bezahlt hast, und wenn du es nicht tust, du diesen drei Konditionen unterliegst: konvertieren, auswandern oder getötet werden. Würde dir so eine Behandlung in Deutschland gefallen, wenn der deutsche Staat ab morgen sagen würde, Muslime bezahlen ab morgen die Jizya, unsere Kafir Jizya?
an Kelmendi. Also deine Frage wäre, wäre es gerecht, wenn Deutschland jetzt eine Schutzsteuer einführen würde? Eine Sondersteuer für Muslime. Eine Sondersteuer für Muslime. Genau. Ja. Mit der Benachteiligung, wie die Jizya auch beschrieben wurde von der Olema, dass natürlich dann auch die Leute, die die Jizya bezahlen, zum Beispiel vom Militärdienst ausgeschlossen sind, aber auch nicht zum Militär gehen dürfen, wenn sie dahin gehen wollen. Sie dürfen auch nicht Richter werden in einem islamischen Staat oder Führer, weil natürlich nur ein rechtgläubiger Mensch Führer werden darf. Wie würde dir das gefallen, wenn es eine Sondersteuer für Muslime gibt in Deutschland, in der gesagt wird, hey, Kelmendi, du bezahlst eine Sondersteuer, dafür wirst du von der deutschen Bundeswehr geschützt. Dafür kriegst du ein paar, darfst du deine Religion ausüben, aber du darfst nie Bürgermeister von deiner Stadt werden oder der Bundespräsident. Du darfst auch nie zu unserem Militär kommen, keine höheren Ämter bekleiden, niemals Jura studieren, weil das bringt ja sowieso nichts. Du darfst kein Richter bei uns werden. Das sagt ja alles die Jizya. Wie würde dir das gefallen? Ja, es ist ja faktisch so. In Deutschland wird ja niemals ein Muslime Bundeskanzler werden. Junge, in England ist der Polizeipräsident... Bitte? Moment, Moment. In England ist der Polizeipräsident Muslim. Der Bürgermeister von London ist Muslim. 28 weitere Bürgermeister in England sind Muslim. Der Premierminister von Schottland ist Hamza Yousaf, ist der oberste Staatsführer von Schottland geworden, ein Pakistani. Erzähl nicht, dass in Europa irgendwie eine Diskriminierung gegen Muslime stattfindet. In Holland sind zwei Marokkaner. Warte mal. Ich möchte das mal ein bisschen umdrehen. Ja, aber das stimmt ja nicht. Kelmendi, ich rede jetzt von der Jizya in seinem historischen Kontext und einem Vergleich zu einer deutschen Jizya gegenüber Muslime. Wie würde dir das gefallen, wenn du eine Sondersteuer bezahlen musst, die kein anderer sonst bezahlen muss? Ja, aber du erwähnst ja auch nicht, dass Muslime in einer islamischen Stadt auch eine Sondersteuer zahlen, die Christen nicht zahlen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Habe ich dir gesagt, die Standardausrede. Das ist doch Fakt. Erstens, ich weiß, es gibt da Zakat und Rums und die Muslime müssen einen Anteil davon abgeben. Das spielt keine Rolle. Das musst du jetzt Tatsache auch. Ist, dass die sogar höher ausfällt. Tatsache ist, dass es keine allgemeine Steuer gibt, sondern dass die Sondersteuer Jizya auch gleichzeitig die Rechte von Christen und Juden oder von Zarathustra-Anhängern oder von Monotheisten, Menschen, die nicht dem Islam angehören, einschränkt. Wenn es nur eine Sondersteuer wäre für diese Menschen, könnte ich irgendwie noch damit leben. Aber dass diese Sondersteuer auch die Rechte der Menschen eingrenzt, damit kann ich nicht leben. Und warum sollte in einem islamischen Staat, der von Gerechtigkeit, von Adalat, von Adala redet, von Gerechtigkeit redet, warum sollte in so einem Staat überhaupt eine Unterscheidung gemacht werden, wie viel jemand bezahlt, damit der islamische Betrieb aufrechterhalten werden kann? Das macht keinen Sinn. Das passiert hier in Deutschland ja auch nicht im modernen Staatswesen, dass gesagt wird, hey, weil Kelmendi aus Albanien ist und weil er Muslim ist, muss er anders behandelt werden als andere. Deswegen nochmal meine Frage. Würde dir das gefallen, wenn du eine Sondersteuer bezahlen musst, die nur für dich, weil du Muslim bist, zurechtgezimmert wurde, mit den Einschränkungen, dass du bestimmte Berufe nicht ausüben darfst und niemals dich hocharbeiten kannst an die Spitze des Staates, nur allein, weil du Muslim bist? Ja. Würde dir nicht gefallen. Wenn du jetzt menschlich reagierst, würdest du sagen, es gefällt mir nicht. Ja, menschlich gesehen, aber faktisch ist es so. Wir haben das beste Beispiel vor 2 Jahren, wo ein türkischer Alevite in einem bayerischen Dorf Bürgermeister der Bürgermeisterschaftswahl angetreten ist und es nicht zustande kommt, weil das Dorf ihn diskriminiert hat. Das deutsche Gesetz gibt jedem deutschen Staatsbürger die Chance, an die Spitze des Staates zu arbeiten, und die vielen Migranten, auch aus dem muslimischen Raum, die jetzt im deutschen Parlament sitzen und auch im britischen Parlament, beweisen, dass es sehr wohl möglich ist, durch diese Systeme ganz nach oben zu kommen. Sadiq Khan ist der Bürgermeister von London. Er wurde 3-mal gewählt. Ja, und er betet, er fastet, er ist ein religiöser Mensch. Hamza Yousaf hat an seinem ersten Tag als Premierminister in Schottland in seinem Office gebetet. Ich frage dich eine ganz einfache Frage, und die bezieht sich auf die Jizya im Vergleich zu der Situation, in der du gebracht wirst von einer nicht
muslimischen Gesellschaft, wenn die von dir verlangt, eine Sondersteuer zu bezahlen, weil du ein Muslim bist. Alleine das müssten bei dir alle Alarmglocken. Aber die verlangt doch keiner. Die verlangt doch keiner. Menschengruppen mit unterschiedlichen Rechten ist Faschismus. Aber wenn du das gut findest, dann ist das Faschismus. Warte doch mal, diese Steuer, von der du redest, die wird in keinem islamischen Staat praktiziert. Nicht mal in Saudi-Arabien. Die haben die Stärke noch nicht. Die können das noch nicht. Eine andere Frage, liebe Freunde. Also redest du jetzt bitte, jetzt werden wir mal nicht lächerlich. Kalmandi, eine andere Frage. Stell dir eine Gesellschaft vor, die Muslime von den höchsten Dächern schmeißen würde, weil sie die Vier-Ehe praktizieren. Würde dir das gefallen? Ja, du willst jetzt auf die Homosexuellen zurückgreifen. Richtig. Würde dir so eine Gesellschaft gefallen? Weil säkulare, atheistische Gesellschaftler gesagt haben, wer die Vielweiberei praktiziert, den schmeißt vom höchsten Berg. Würde dir so eine Anweisung von gefallen? Von Sodom und Gomorra. So, daher kommt das. Richtig. Kalmandi, würde dir so eine Anweisung gefallen, dass es ein Gesetz in Deutschland gibt, das sagt, wenn Muslime die Polygamie praktizieren, schmeißt sie von den höchsten Dächern. Natürlich würde mir das nicht gefallen. Dann warum gefällt es dir, dass man Homosexuelle dann ermordet, wenn sie bei ihrer Homosexualität Ausübung erwischt werden? Weil ich Homosexualität als eine Gefahr für die Bevölkerung sehe. Und deswegen darf man die Menschen, die diese Neigung haben und die nichts für diese Neigung kennen, dann ausgrenzen aus der Gesellschaft und schlussendlich auch ermorden. Das sagst du, dass die mit dieser Neigung angeboren sind, aber ja, das davon gehe ich ja nicht aus. Ja, immer Homosexuelle, und zwar seit es Menschen gibt, und zwar immer homogen, überall, ganz egal, ob in dem Land Homosexualität erlaubt ist oder nicht, die werden einfach geboren und sind so, da kannst du gar nichts gegen machen, die sind einfach da und können das nicht aussuchen. Und ja, wenn Gott du die jetzt umbringst, werden einfach die Nächsten geboren, das Problem wird so nicht gelöst. Gott hat keine Homosexualität. Und Tatsache, dass die religiösen Schriften Homosexualität behandeln, zeigt, wie alt das Phänomen Homosexualität ist. Ja? Alleine das zeigt das schon. Aber gut, diese Frage hast du ja beantwortet. Du hast ja beantwortet, dass du im Grunde genommen für die Ermordung von Menschen sind, die einer anderen sexuellen Neigung wollen. Nein, ich bin nicht unbedingt für die Ermordung. Ich bin dann sprichst dafür, du gegen den Prophet Mohammed. Ich bin dafür, dass den 50er, 60er Jahren in Deutschland eingesperrt werden, Homosexuelle. Dafür bin ich, ja. Gut. Stell dir eine Welt vor, wo Atheisten und säkulare Menschen mit Sprengstoffgürteln beladen in die Moscheen rennen würden, um möglichst viele Muslime zu ermorden. Würde dir so eine Welt gefallen? Nein. Gut. Und warum machen das dann so viele Muslime? Das machen Fanatiker, Spinner. Nein, das sind keine Fanatiker. Das sind doch, die roten Spinner. Warum? Muslime. Das warum? Sind die roten Spinner. Muslime. Warum machst du das nicht? Warum machst du in die Herzen der Ungläubigen? 1,7 Milliarden andere Muslime das nicht, wenn das ja, so selbstverständlich wäre. Das ist der Scharia. Wir reden jetzt hier über die Scharia. Sind das dann nur diese 20 Muslime? Ist das dann falsch, was die machen? Das ist die Frage. Ja, natürlich ist es falsch. Nein, natürlich nicht, weil die bekommen 72 Frauen in der Paradies. Allah hat einen Palast für den fertig gemacht. Du machst jetzt Kuffer. Schwachsinn. Moment, Leute, ich will auf etwas Bestimmtes hinaus. Wir haben heute einen Muslim hier zu Gast und ich will dich nicht in die Ecke drängen, aber ich will dir einfach nur eine Frage stellen. Kannst du dir vorstellen, dass es kannst du dir eine Welt vorstellen, in der es religiöse oder weltliche Texte gibt, die Muslime als Feinde des Humanismus beschreiben, als Affen und Schweine, als dumme Kreaturen, die blind, taub und ignorant sind? Was nochmal bitte? Kannst du dir eine Welt vorstellen, in der es religiöse oder weltliche Texte gibt, die Muslime als Feinde des Humanismus beschreiben, Feinde der Menschheit, als Affen und Schweine, als dumme Kreaturen, blind, taub und ignorant? Würdest du gerne in so einer Welt leben? Ja, leben wir doch. In der es säkulare Texte gibt, die Muslime als sowas beschreiben? Ja, natürlich. Es gibt Texte und es gibt Aufrufungen, wo steht... Ja, dass ein Gott von denen das gesagt hat. Eine Sekunde. Wo gibt es religiöse Texte? Ich rede von... gesagt, von welchen Texten? Ich rede von religiösen Texten. Wo gibt es religiöse Texte, die Muslime als A und
SCH beschreiben. Ich will es nicht aussprechen, weil ich Angst habe, dass TikTok mich hier rausfeuert. Wo gibt es das? Es gibt nur ein Buch auf dieser Welt, das andere Religionsgemeinschaften als Affen und Schweine bezeichnet. Und das ist dein Buch. Es gibt nur eine Religion auf dieser Welt. Eine einzige Religion auf dieser Welt. Eine Frage. Menschen, die nicht an Gott glauben, als blind, taub und dumm bezeichnet werden. Hast du dich mal mit dem Talmud beschäftigt? Der Talmud ist fürchterlich, deswegen bin ich auch kein Jude und kein Christ, weil ich diesen religiösen Unsinn auch nicht anhängen möchte. Ja, und was sagen denn die Juden über Nicht-Juden? Ich rede als Muslim heute hier. Das und macht übrigens, übrigens. Aber du hast übrigens, jetzt von religiösen Texten gesprochen. Kalmandi, in dem Moment. Ändert ja nichts am Islam, was im Judentum ist. Die Probleme bleiben ja bestehen, aber völlig unabhängig voneinander. Richtig, Kalmandi. Du hast von religiösen Texten gesprochen. Das macht der Islam nicht schöner. Ist das Gleiche, oder nicht? Eine Sekunde, Freunde. In dem Moment, wo du sagst, hast du den Talmud gelesen oder hast du auch gesehen, was in der Bibel steht, gibst du unweigerlich zu, dass es Probleme mit deinem Buch gibt. Nein, gebe ich nicht zu. Doch, gibst du. Nein, weil du gesagt hast, gut, wir sind schlecht, aber hast du mal gesehen, dass... Nein, es geht gar nicht darum. Es geht um deine Aussage. Du gibst unweigerlich zu, dass es ein Problem mit deinem Buch gibt. Nein, du hast nicht gesagt. Nein, du hast gesagt, gibt es religiöse Texte, die das behaupten? Ich sage, ja, es gibt den Talmud zum Beispiel. Gibt es nicht. Es gibt keine religiösen Texte, die sagen, Juden, Muslime sind A und SCH. Gibt es nicht. Gab es noch gar keine Moslems, als der Talmud geschrieben wurde. Also wie soll... Die andere Religion bei Wort nimmt und sagt, ihr seid Affen und Schweine, weil ihr den Sabbat bricht. Ihr seid blind und taub und dumm. Wenn ihr nicht an Gott glaubt, seid ihr dumm. Ihr seid störrisch wie Esel. Das sind Koranverse. Kannst du nachlesen. Sure 2, Vers 65. Genau. Sure 240. Sure 3, 110. Sure 4, Vers 47. Dort beschreibt der Koran Nichtgläubige und Andersgläubige als blind, taub und dumm, als stumm, als Ignoranten, die nicht glauben wollen. Ja. Würdest du in so einer Welt leben wollen, in der es ein Buch gibt gegen Muslime, der genau diese Sprache gegen Muslime benutzt? Und würdest du dich nicht angegriffen fühlen, wenn... Und ich sage dir, es gibt solche Bücher. Es gibt solche religiösen Bücher. Es gibt kein religiöses Buch, das dich angreift. Doch. Und ich rede von einem religiösen... Religion soll das sein? Natürlich. Welche Religion gibt, ist das? Es gibt den Talmud. Es gibt das Alte Testament, das Talmud greift nicht in den Talmud geschrieben wurde, gab es den Islam noch gar nicht. Es ist doch scheißegal, es wird zum Ungläubigen gesprochen. So was bin ich laut den Christen? Bin ich kein Ungläubiger? Du hast mein Gleichnis nicht verstanden. Der Islam war noch nicht mal da. Es geht um die Ungläubige. Sei doch mit deinem Kopf da. Der Islam war noch nicht da. Du verstehst das nicht. Du verstehst wo die Christen. Nein, ich verstehe dich. Du verstehst mich nicht. Du verstehst es nicht. Wer sind die Juden? Islam ist der Letzte. Die wusste gar nichts von Muslime. Wie können die denn solche Sachen sagen über Muslime? Schrei nicht. Lass es ausreden. Wer sind im Judentum die Ungläubigen? Wer sind im Christentum die Ungläubigen? Stopp. Ich habe dir ein simples Gleichnis aufgestellt, um dir den Spiegel vorzuhalten, dass deine islamische Ideologie nicht dazu geeignet ist, um eine vernünftige, barmherzige und gütige Gesellschaft aufzubauen. Und ich habe dir gesagt, was würdest du tun, wenn es da draußen einen religiösen Text geben würde, der andauernd Muslime thematisiert, als A und als S, als Staub, als taub, blind und stumm und ignorant, als Esel und die nicht hören wollen und als die werden wir vernichten und so weiter und so fort. Ich habe dir ein Gleichnis vorgesetzt, damit du erkennen kannst, dass es ein Problem mit deiner Schrift gibt. Denn wenn du ehrlich gewesen wärst, hättest du gesagt, nein, ich würde mich nicht freuen, wenn da draußen ein Buch existieren würde, das ständig meine Religion thematisiert. Und das tut der Koran. Der Koran thematisiert die Ungläubigen als ignorant, als taub, stumm und dumm. Und vergleicht uns mit Tiere und so weiter und so fort. Und was würdest du tun, wenn es ein religiöses Buch gibt, das Muslime so behandeln würde, so thematisieren würde? Du würdest doch auch nicht hier sitzen und sagen, oh, ist eine Frechheit, ich bin Muslim und dieses religiöse Buch thematisiert mich die ganze Zeit, wie der Koran das Christentum thematisiert. Oh, wahrlich, Allah möchte die Berge einstürzen lassen und die Erde spalten, dass sie Jesus einen Gott beigesellt haben. Oder die Juden, der Prophet Mohammed hat gesagt,
esst nicht beim Christen und schlaft nicht bei den Juden. Und dann haben die Sahaba gefragt, was meinst du damit? Wieso sollen wir bei den Juden nicht schlafen? Ja, weil sie heimtückisch sind, die könnten euch im Schlaf ermorden. So, willst du mir erzählen, dass du mit so einer Ideologie durchs Leben gehen willst und du genau weißt, dass Juden dich sehr wohl nach Hause einladen können, ohne dass da irgendetwas passiert? Das ist das Problem, das ich gesehen habe und deswegen ich den Islam verlassen habe, weil ich dieses Spiegel mir vorgehalten habe, indem ich mich gefragt habe, was ist, wenn es da draußen säkulare Gelehrte gibt, die den ganzen Tag nur Predigten halten, die Muslime sind dumm, die sind Idioten, die sind dies, die sind das und so weiter und so fort. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Und das ist die Welt, die ihr geschaffen habt für andere. Das ist die Welt. Ja, das ist zurzeit die Welt, Kalmandi, die ihr gegenüber Nicht-Muslimen entworfen habt. Ja, lass es mal sacken und denk mal nach über das, was ich gesagt habe. Würde dir so eine Welt gefallen? Aber was, wenn ich gesagt habe, dass diesmal ihr Muslime selbst wert? Aber was ist, wenn ich gesagt habe, dass die Welt genauso wäre, auch wenn es keine Muslime und kein Islam gäbe? Wäre sie genauso? Die Welt wäre für Millionen von Frauen ein weitaus friedlicherer Ort. Ein weitaus friedlicherer Ort für Kinder. Ich habe zwei Söhne. 25 und 28 und ich habe ihnen die Furcht in die Herzen gejagt von Jahannam und Bestrafung und Folter, wenn sie nicht beten, wenn sie nicht fasten, wenn sie nicht Ramadan einhalten und so. Ja, ich habe Furcht in die Seelen meiner Kinder eingehaucht, wegen diesem Unsinn. Und du willst mir doch nicht erzählen, dass man jemanden zu Gott sieht, indem man ihm sagt, ich brate dich in der Hölle. Das ist Einschüchterung. Kian, darf ich mal kurz eine Frage stellen, weil ich glaube, das ist untergegangen. Also Kalmandi, habe ich dich falsch verstanden, aber hast du gesagt, dass Homosexuelle eingesperrt gehören? Ja, hat er gesagt. Ich finde es so menschenfeindlich, was du sagst. Also ich verstehe nicht, wieso man in so einem Land dann lebt. Und aber warum denn? Das war doch vor 40, 50 Jahren gängliche Praxis in Deutschland. Also, die Nazis haben auch Homosexuelle umgebracht. Ne? Haben sie auch in den 50er Jahren war es auch die Praxis, dass man Schwarze von Weißen getrennt hat. Also unglaublich. Nur weil etwas gesellschaftstauglich war, bedeutet das nicht, dass es in okay ist. Ja, es gab die Rassen drin, es gab die Jim Crow-Gesetze in der USA. Waren die in Ordnung? Die waren allgemein anerkannt. Aber waren sie in Ordnung? Junge, wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben festgestellt, dass bestimmte Elemente einfach unmoralisch sind. Und dazu zählt zum Beispiel auch, dass wir nicht glauben, dass ein anderer Mensch dass ein Mensch von einem anderen Menschen nicht gefangen genommen werden kann und zur Sexsklaverei gezwungen werden kann. Und da wären wir beim nächsten Problem. Der Koran befürwortet juristisch gesehen die Sexsklaverei. Ja, das Alte Testament auch. Hier wollte ich noch mal sagen, bevor wir weitergehen, was über das Homosexuelle. Ich wollte noch mal was kurz über Homos, also genau. Gott hat die erschaffen, weil die Tiere, es gibt Tiere, die nur schlafen miteinander, mit dem gleichen Geschlecht. Und da kannst du mir nicht sagen, dass Allah auch noch an den Tieren einen Gesandten geschickt hat und ein Koran. Das kannst du mir nicht sagen, dass Tieren auch ein Scharia haben und dass solche Tiere, die miteinander schlafen, auch bestraft werden. Das kann nicht sein. Also das bedeutet, dass Allah diese Leute erschaffen hat. Er hat dieselbe erschaffen und will die dann selber auch durch den Menschen so eine Strafe geben. Aber wir sind doch keine Tiere. Aber das sind Tiere. Ja, aber und Frauen werden wie Tiere bezeichnet in der Koran. Ist doch auch das Gleiche. Das sind Tiere. Jetzt wo sind das steht Tiere. Im Koran, dass Frauen Tiere sind? Ja, also Frauen und sagen, Tiere biologisch gesehen sind wir eine Tiere. Eine Frau das ist musst du doch wissen, Kalmandi. Du bist doch der Moslem. Wieso müssen wir dir das sagen? Wie ein Tier drauf läuft. Dann zitiere mal den Koran fest, wo steht, dass Frauen Tiere sind. Ich habe gesagt. Da steht nicht, dass Frauen Tiere sind. Dass Frauen und Tiere vernichten ein Gebet. Die machen das Gebet nutzlos. Frauen werden Tieren auf eine Stufe gestellt. Und ich frage mich, wieso weißt du sowas nicht? Wenn du sagst, ich entscheide mich für den Islam, musst du sowas doch wissen für deine Entscheidung. Du verwechselst hier gerade. Verstehe ich sie nicht oder. Da hilft nichts mehr bei denen. Hadith. Entschuldigung, Freunde. Der ist durch. Das ist eine Hadith.
Und im Koran steht aber, dass die Frau wie ein Land ist. Naja, das geht vom Hadith, aber das kommt von dem Kontext. Ich gebe dir die Tafsir davon, okay? Und dass eine Frau wie ein Land ist und die Männer müssen auf die auf dein Land, wie du das also, machst mit dem Kuh. Weißt du, wenn du ein Kuh, ich soll das so sagen, also weil ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Ein Moment. Wenn du irgendwas ernten möchtest, dann nimmst du doch so eine Riesenkuh und läufst hin und her. So, das ist dann der Mann. Ich und stelle dein Samenfeld, wann du möchtest, als der Koran fährt. Kian, der May hier, der würde gern hoch. Ich glaube, der ist selber homosexuell und falls du ihn dazu nimmst, würde ich glaube, der würde da gerne Stellung dazu nehmen. Voll wird, du kannst nicht jeder rausmachen. Ich bin nicht beleidigt, falls ich eine Ergänzung für diese Diskussion bin, bleibe ich gerne drin. Nein, ansonsten ich finde, du bist eine gute Bereicherung, mein Lieber. Das freut mich. Gern, wenn ich runter sollte, dann könnte ich auch runter. Das entscheidet ihr alle alleine. Ich muss immer, irgendwann mal muss ich auch sagen, Leute, könnt ihr, einer muss gehen, weil. Dann ja, genau. Dankeschön. Ich wollte mich nochmal bedanken bei allen und auch vor allem für dich, bei dir, Kian, für den Platz hier und dass ich mein Wort machen konnte. Und ich wünsche euch alle immer das Beste, immer positiv. Ja, und bitte, folge danke, zurück. Dass du hier warst. Ja, ich danke, folge dir und ich folge deine... zurück, da gehe ich runter. Jo, pass auf dich auf. Jamna, Entschuldigung. Ja. Eine Sekunde, Freunde. Jamna, kannst du mir eine Privatnachricht schreiben? Ja, mache ich auf jeden Fall. Ja, damit wir mal uns verhandeln können über einen Livestream. Auf YouTube. Genau, mache ich. Ich werde alle zurück. Und du mir bitte auch mal bitte followen. Ich wollte dir auch noch eine Nachricht schicken. Das wollte ich jetzt nicht hier öffentlich machen. Ja, mach das bitte. Ja, schick mir eine Nachricht, die mich befreunden wollen und dann tauschen wir uns aus. Ja, also. Peace and love. Gut. Okay. So, jetzt haben wir den Maher. Den Maher ist jetzt da. Grüß dich, Maher. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Gian. Grüß dich. Guten Abend und danke, dass ich dabei sein darf. Ich wollte eigentlich diese Frage oder diese Stellungnahme, dass vor 50 Jahren bestimmte Menschen verachtet wurden oder umgebracht wurden oder was dann noch, oder dass sie heute demselben Schicksal entlegen müssen. Das ist einfach so ein falsches Weltbild von und so ein ignorantes Weltbild von, wie Europa überhaupt entstanden ist, wie der Säkularismus entstanden ist und wie dieser, wie wir überhaupt zusammen miteinander hier sein dürfen, ist auch entstanden ist. Und ich merke auch immer und immer wieder, wenn wir diese Diskussion haben, dass sehr junge religiöse Menschen, vor allem islamische religiöse Menschen, einfach Wissenschaft ablehnen. Ganz blind sagen, die Wissenschaft existiert nicht, wir können, Evolution existiert nicht und Menschen können segregiert werden. Und das sind halt diese Ideologien, diese Einstellungen, die abrahamischen Religionen 3000 Jahre lang so extrem probiert haben, auf die Menschen zu indoktrinieren mit ihrer Doktrine, dass es nicht funktioniert hat, das implodiert immer und immer und immer wieder. Das sehen wir in unserer Geschichte, das sehen wir in unserer weiten Geschichte und in der Geschichte jetzt. Das sehen wir, dass seitdem Europa 200 Jahre her, vor 200 Jahren die Zeit der Aufklärung eingegangen ist, hat es dazu gesorgt, dass die Kirche nichts mehr mit dem Staat zu tun hat. Und dieser Freiheit hat es uns erlaubt, uns Nicht-Deutsche, Nicht-Europäer, mit den Deutschen zusammen zu leben. Aber wir haben die Religion ausgelassen. Wir haben die Religion draußen gelassen. Wir haben gesagt, Menschen, lass uns einigen, dass wir alle zusammen bunt miteinander leben können. Ich bin selber schwul mit Migrationshintergrund und ich kenne diese absolut hassgefüllte, unintelligente Ideologie, die Menschen voneinander andauernd trennt. Und diese Ideologie wird auch hier implodieren, weil wir haben den Kuschel-Islam. Dann heißt das, oh, ihr seid, weißt du, das ist so lieb, alles ist friedlich. Das existiert und jeder sieht das und sagt, oh ja, das muss es sein, so ist unser Islam und wir sind alle friedlich.
Und dann haben wir diesen Extremislam, der Wissenschaft ablehnt, der unser Zusammenleben ablehnt, der unsere Schulen ablehnt, unsere Bildung ablehnt. Und dann wollt ihr sagen, dass wir alle zusammenleben können und friedlich sind. Das funktioniert einfach nicht. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, nicht die Aufgabe der Ex-Muslime oder die Aufgabe der Europäer, das aufzuräumen, sondern es ist die Aufgabe der Muslime, das aufzuräumen. Ihr müsst das aufräumen. Wenn ihr sagen wollt, wir wollen in Frieden mit euch leben, müsst ihr die Ärmel hochziehen und sagen, okay, wir räumen das für euch auf. Wir leben unsere Religion in Frieden, so wie es gehört in einem säkulären Staat. Und dann höre ich gar nichts mehr auf diesen Bullshit von Schwule müssen und Lesben müssen. Alter, wo lebst du denn, dass du überhaupt sowas sagen kannst? Und das ist nicht Freiheit von Meinung, Äußerung oder deine Meinung haben. Wenn du das behauptest, musst du erstmal über Meinung lernen, was es so heißt, Meinung zu haben in einem säkulären Staat, in einer Demokratie. Wenn du nicht einmal das weißt. Ich mache es, weil eigentlich ein sehr brutales Statement von Kalmandi. Sehr brutal. Er meinte ja vorhin, dass er Homosexuelle gerne einsperren würde. Ich meine, Homosexualität ist etwas, wofür du gar nichts kannst. Das ist einfach so. Du würdest quasi. Er ist halt ein Dreckshaufen. Ja. Guck mal, wenn du jetzt kommst mit Dreckshaufen, dann hast du hier überhaupt in einem Diskurs nichts zu suchen. Wer immer das jetzt gesagt hat, Leute, ich bitte euch, ich will nicht, dass mein Stream wie eine Bombe hochfliegt und gesperrt wird, weil wir uns jetzt mit Ausdrücken um uns werfen. Ich bitte euch moderat zu verhalten. Bitte keine Ausdrücke, achtet auf eure Sprache. Ich werde nicht erlauben, dass meine Streams auf dem Niveau von Kreuzberg und Neukölln runterrutscht. Ja? Ich will nicht mit Ghetto-Kinder hier reden, sondern ich möchte hier höflich mit den Leuten reden, auch mit den Leuten, mit denen ich nicht einverstanden bin. Kian, aber du kannst jetzt nicht zulassen, dass er sowas sagt. Also ich finde, Texthaufen zu sagen, es ist so asozial einfach. Ein Islam, okay, gut, ich sage ja, ganz kurz. Leute, wartet mal, ich habe das nicht mitbekommen, weil ich hier am Schreiben war. Wer hat Dreckshaufen gesagt? Schau, ich war das und ich sag's noch ganz kurz. Ganz kurz. Okay. Ein Islamist, so wie Kalmandi, der Homosexuelle einsperren möchte, der offen zu Scharia steht, zu all dem, was wir vorhin gesagt haben, der hat in Europa nichts verloren. Ja, Kalmandi, ich hoffe, das ist eine Aussage, mit der ich leben kann. Ihr verzieht euch in die Wüste, ihr habt nichts verloren. Hier ist mir scheißegal, ob du hier geboren wurdest oder sonst was. Du bist für mich ein Dreckshaufen, Punkt. Und jetzt Gute Nacht an alle. Aufpassen, war man. Wegen sowas kann TikTok mich rausboxen. Ja, war man auch. Ich verstehe, dass du emotional wirst und so. Ich verstehe es voll, aber. Ja, ich wünschte, war man auch eine gute Heimreise nach Irak. Auf jeden Fall. Ja, wir sollten nicht den gleichen Hass aufbauen, den wir entgegenbekommen. Wir sollten eigentlich zeigen, dass wir die Friedlichen sind, genau, auf der Seite. Außerdem möchte ich mal einen Punkt dazu sagen. Wir unterhalten uns hier nicht über die Remigration von allen Migranten. Wir unterhalten uns hier nicht darum, Menschen aus der ersten, zweiten und dritten Generation nach Hause zu schicken. Wir haben ein Problem mit spezifischen Migrantengruppen, mit einer spezifischen religiösen Weltanschauung. Wir haben kein Problem mit den Bulgaren, mit den Tschechen, mit den Polen, mit den Rumänen, die hier leben. Wir haben kein Problem, nicht mal mit den nicht-europäischen. Doch, wir haben ein sehr großes Problem mit den Bulgaren. Richtig, wir haben nur das Problem mit einer spezifischen Weltanschauung, die aus einem spezifischen Gegend dieser Welt kommt. Und damit haben wir ein Problem. Und selbst mit denen nur, die den Wunsch verspüren, diese Gesellschaft zu islamisieren. Also hast du kein Problem mit den ganzen bulgarischen Kriminellen, den Schlepperbanden, die Prostitution? Doch, und denen alles, habe ich auch jedes Unheil auf dieser Welt also lässt in uns Gefühle entstehen, das ist doch völlig klar. Wir müssen von jedem Unheil gucken, wieso passiert das die ganze Zeit? Und wir müssen natürlich auch alle lösen. Und ob jetzt in Bulgarien irgendetwas passiert, ändert ja auch überhaupt gar nichts in den Regeln des Islams. Der bleibt ja genau wie er ist, völlig unabhängig, was in Bulgarien. So sieht's aus. Also habt ihr nur ein Problem mit Muslimen? Ich habe ein Problem mit allen Migranten, die sich nicht an diese gesellschaftlichen Spielregeln halten. Und wer nur nach Deutschland kommt, um dieses Sozialsystem auszuplündern und die Gesellschaft nicht respektiert und die Frauen, die in diesem Land leben, nicht respektieren, die können alle gehen. Und ich würde, wenn ich was das sagen hätte, ich würde das ausweiten auf all die, die diesen Staat nicht respektieren können. Ja, und das zählt übrigens auch in England. In England wird jetzt augenblicklich der Staat mit kriminellen Albanern überflutet,
Ja, das stimmt, da hast du recht. Die Schlauchboote über den Kanal kommen und ihre Drogen und Waffen in das Vereinigte Königreich schleppen. Das würde ich sofort unterbinden. Und viele von denen sind Christen und keine Muslime. Und trotzdem würde ich das vermeiden. Und so würde ich das auch mit Menschen tun. Wenn Menschen sich nicht an die Spielregeln dieser Gesellschaft halten und nur zum Plündern kommen, dann haben sie in diesem Land nichts verloren. Ganz einfach. Ja, da unterstütze ich. Ich bin für Drogenhändler, bin ich der Meinung, dass die Todesstrafe herrschen sollte. Nicht gleich so extrem sein, Alter. Du bist nicht der Meinung, Herr Wendy. Du bist nicht der Meinung, sondern deine islamische Indoktrination ist der Meinung, dass es für so etwas die Todesstrafe gibt. Denn leider Gottes hat dich deine Religion zu einer gewissen Banalität im Denken gezwungen. Denn du redest nicht aus freien Stücken. Du bist programmiert vom Islam. Nein. Deine eigene Festplatte hat man gelöscht und dann hat man nur Islam reingestopft. Du bist nicht dafür. Wow. Ja, also einfach nur der Islam hat dich so reden lassen. Also die Todesstrafe für Drogenhändler, die gab es in Albanien, als Albanien das einzige, wohlbemerkt, das einzige offizielle atheistische Land der Welt war. Wir sind aber nicht Albanien und du kannst so etwas nicht in Deutschland fordern. Ja, und Drogenhändler sollten schwer bestraft werden, aber wir können froh sein, dass es die Todesstrafe nicht gibt. Wieso hast du eigentlich andere Menschen so? Du willst die töten, du willst die einsperren, du willst die mundtot machen. Wieso hast du so einen Hass in dir, dass du diese ganzen Menschen nicht einfach ihr Leben lassen möchtest? Ja, also, aber das ist doch kein Hass, wenn ich sag, dass Drogendealer die Leute vergiften, Familien zerstören, gehängt. Aber vielleicht kommt dieser Drogendealer selbst aus einem armen Haus, hat keine andere Möglichkeit, ist auf die schiefe Bar. Du guckst ja nicht in die Menschen rein, du kannst ja nicht sagen, ich bringe die jetzt alle um. Das macht auch indoktrinierte Religion, ne? Das macht auch indoktrinierte Religion, die bringt Menschen. Ich habe noch eine Frage. Und was tun jetzt die Homosexuellen? Wie gefährden die andere? Ich habe noch eine Frage. Hast du keine Mitleid gehabt mit der Jana vorhin? Das ist eine sehr gute Frage. Weil, schau mal, wenn du jetzt homosexuell bist und das nur daheim praktizierst, du hast jetzt einen Freund und ihr spielt jetzt zu Hause eure Spielchen, dagegen habe ich nichts, das könnt ihr ja ruhig machen. Aber ja, sobald es in die Öffentlichkeit rausgeht und ihr Kinder und sowas adoptieren wollen, die Kinder davon bewiesenermaßen Schäden behaben, in der Schule gemobbt werden und eigentlich dafür gar nichts können, ne? Nur weil zwei Väter oder zwei Mütter jetzt auf einmal zum Elternsprechtag kommen, dagegen habe ich auf jeden Fall was. Das kann nicht sein, dass sowas passiert. Ja, du hast vorher pauschal gesagt, dass du möchtest, dass Homosexuelle eingesperrt werden. Pauschal. Genau, und getötet werden. Ich habe nicht von getötet gesprochen. Drogendealer töten, genau. Aber das sind brachiale Methoden. Merkst du das nicht? Du sagst nicht, lass mal drüber reden, lass irgendwie was ändern oder sowas. Nee, da wird gleich draufgeknüppelt. Und das ist natürlich dann auch für uns problematisch. Das ist das Einzige, was wir haben. Weil schau dir doch mal Philippinen zum Beispiel an. Oder andere Länder. Wo wollen radikale Moslems ein Kalifat eröffnen auf der Insel, ich glaube, Monau oder Mando, ich weiß nicht, die Nachbarinsel von der Hauptinsel jedenfalls. Nein, aber das gleiche wie in Thailand, das gleiche wie in Myanmar, in China, eigentlich überall auf der Welt, wenn Gläubige in eine Mehrzahl kommen, wollen sie ein Kalifat mit Gewalt eröffnen. Das siehst du am laufenden Band. So, das ist kein Einzelfall. Das wiederholt sich. Also das muss man doch merken. Und ja, aber das stimmt doch gar nicht. Eine Sekunde bitte. Die Jasmina schickt Rosen über Rosen zu Kalmandi. Schaut euch das mal an. Kein Hijab, geschminkt. Aber unterwirft sich dem islamischen Diktat. Lebt faktisch Männern. Komplett areligiös. Lebt völlig an den Befehlen des Islam vorbei, aber unterstützt jemanden, der die Homosexualität im Namen Allahs, der die Todesstrafe für Homosexuelle im Namen Allahs fordert. Nein, ich habe nicht gesagt, ich will für Homosexuelle die Todesstrafe, das stimmt nicht. Dein Prophet will sie aber. Aber so einsperren und Drogendealer töten, du willst auf jeden Fall immer sehr brachiale Mittel, also mit der Knüppel direkt auf den Kopf. Und da gibt's ja eigentlich gar nichts anderes. So, ich meine, ich will dich nicht als Nachbarn haben, wie gesagt. Wie soll ich denn mit dir zusammenleben? Aber wie sieht das denn aus in der Scharia? Was passiert mit Homosexuellen? Kann das jemand erklären? Nicht seiner Meinung nach, sondern laut der Scharia. Weil das kommt von der Geschichte von Sodom und Gomorra. Wenn du ihre Bräuche von dem anderen Volk auch machst, wirst du einer von ihnen. Und auf dich soll ein Berg fallen. Deswegen hat ISIS auch die Leute, die Homosexuellen, von Hochhäusern geworfen.
Also in den meisten islamischen Ländern, auch mit Scharia, zum Beispiel wie Saudi-Arabien und so, werden solche Leute therapiert. So wie das damals auch in Deutschland war. Man Du verstehst sieht, nicht. Man kann aber das schau nicht mal, therapieren, also. in unserer Sichtweise, und das wurde doch bis in den 90er Jahren in jeder deutschen Universität gelernt, Ja, ihr dass macht auch noch Homosexualität therapierbar ist. Warum Ist doch auch ist wegen, es also. jetzt auf einmal in unserer Neuzeit etwas Gottgegebenes? Verstehst du? Naja, Warum soll ich das akzeptieren? wir müssen lernen, mit allen Bevölkerungsgruppen umzugehen. Und jeder hat halt seine Eigenarten so. Dann müssen wir uns halt irgendwie alle annähern. Aber der Islam nähert sich nicht an, der bleibt genau da, wo er ist. So. Aber Und ja. schau mal, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn du deine Homosexualität zu Hause ausübst. Dagegen habe ich nichts. Das kannst du ruhig Wieso machen. Solange. bestimmst du das, was andere machen sollen? Wieso sagst du, der muss das machen oder der muss sein wie Weil ich das in oder? meinen Augen, in meinem Weltbild, ist es eine Gefahr für mich, für meine Familie, so wie für dich die Gefahr ist oder für den Kirn. Mein Islam ist auch für euch eine Gefahr. Für Also, mich ihr ist kommt aber nach dein. Deutschland, weil wir bunt sind, weil ihr ein Teil dieser Buntheit seid. Aber im Endeffekt wollt ihr dafür sorgen, dass die Buntheit verschwindet und nur noch aus Muslimen besteht. Also nutzt du Das diese stimmt doch Buntheit gar nicht. aus, willst ihr aber gar nicht. Aber das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar Okay, nicht. Meine ganz kurz, Oma zum Herren, Beispiel war Herren, bitte katholisch. ganz Ich kurz, habe ganz meine kurz, Oma ganz kurz, geliebt. alle beide, ganz kurz, bitte seid mal still, ganz kurz, bitte. Ihr geht in einen Marathon miteinander. Das ist keine Konversation, das ist ein Schreien. Wenn Ah, ihr, man ist ein bitte, bisschen emotional, ja, das es geht, ist es dann halt. funktioniert halt nicht, weil da sind auch andere Ja. Menschen und unsere individuellen Meinungen sind auch eigentlich ganz irrelevant. Wir sind hier, um Ideen auszutauschen miteinander, um zu sehen, ob wir einen gemeinsamen Nenner finden, nicht unbedingt messen, wer den größeren hat. Das hat Hast überhaupt du keinen Sinn. vollkommen recht. Manchmal kocht die Emotion ein bisschen hoch und Verstehe ich. ja, Verstehe ich. Und aber. stell dir vor, nicht aber, ich rede gerade. Stell dir vor, du bist ein homosexueller Mann von dieser Kultur. Und dann musst du dir das anhören. Genau das. Sinnloses Gequatsche über was jemand so leben soll und wie jemand leben soll, hinter welchen versteckten Türen. Schlimm, Das dass ist wir das überhaupt machen müssen. nicht menschlich. Das ist außerhalb der Menschlichkeit. Und wenn jemand sowas überhaupt vorschlägt, dann frage ich mich, wo ihr intellektuelle Basis ist. Wo ist der Aber intellektuelle Basis, um etwas zu sagen, was die Menschheit fördert in Allgemeinem und was die Menschen verhindert im Allgemeinen? Das sind nein. ganz deutliche Aus, das sind ganz, ganz deutliche Ausdrücke, Außerdem stellt er Ausdrucksweisen. seine Moral über die Moral anderer. Ja, und das ist schon der nächste Punkt. Wieso müssen wir sein Moralkonstrukt akzeptieren? Ja, nur weil ein antikes Buch, das vor 1400 Jahren in einer Gesellschaft geschrieben worden ist, in der die Stämme brutal bekriegt haben, in der es so etwas wie Homosexualität auch gar nicht gegeben hat, kommt plötzlich Mohammed und pickt sich aus dem Juden und dem Christentum hier ein paar Sachen heraus und rekonstruiert damit ein neues Buch. Und mit welchem Recht schränkst du die Lebensfreude und das einmalige Lebenserlebnis von homosexuellen Menschen ein? Mit welchem Recht erlaubst du einem Mann nicht zu lieben, wenn er einen anderen Mann liebt? Mit welchem Recht erlaubst du dir das? Hier Wie gesagt. noch eine Sache ganz kurz, weil das gefallen ist. Man kann es nicht therapieren und es gibt auch nichts zu therapieren, ja? Es gibt Also es ganz nicht, genau. ehrlich, was soll diese Leute, Aussage überhaupt? Entschuldigung, ich habe den Hermann jetzt hier drin. Ich muss mal ganz kurz den Hermann jetzt mal fragen. Grüß dich, Hermann. Hermann? Geil, du bist auch hier. Ja, also dazu hatte ich auch auf meinem Blog etwas geschrieben, deswegen habe ich jetzt noch mal meine Sache hier aufgerufen. Warte mal, Kian, warte mal. Hermann, mach dich mal kurz stumm und dann entstumm dich Nee, wieder, weil du der sagst, es ist muss kein Problem. rein, raus und rein. Es ist ein Fehler, man hört ihn nicht. Er muss kurz raus und wieder rein. Solange er Und kurz TikTok rein neu und starten. solange er das macht, Hermann, kannst du dein TikTok neu starten, sagt Lucy. Ich wollte eigentlich ganz kurz auf die Kommentare eingehen. Ganz Okay. kurz, Hermann. Okay, dann Hermann, du kommst gleich, wir behandeln das gleich.
Hermann war auch mal in der Diskussion dabei mit den radikalen Moslems, die ich vorher hatte. Ich möchte ganz kurz auf die Kommentare eingehen. Manche Menschen, ich glaube, die sind dann so Freiheitshasser und Demokratiehasser. Ich bin kein Deutscher, ich lebe auch nicht in Deutschland. Deutsch ist meine vierte Sprache. Also wenn ich mich mit euch hier unterhalte, ist nur, weil ich Deutsch in der Universität gelernt habe. Und wenn ich mich, für mich ist Sprache einfach nur sich miteinander verständigen können. Und natürlich gibt es Fehler. Ich muss aber auch nicht perfekt sein in einer Sprache. Wenn ich dich verstehe und wenn ihr mich irgendwie verstehen könnt, alles perfekt. Prima. Ja. Alles perfekt. Aber kurzen Einwand wegen Demokratie. Ist Angelika Merkel eine Demokratin? Du machst jetzt wieder das Whataboutism. Es ist ganz irrelevant. Ganz irrelevant. Eine konservative irrelevant. Demokratin, die gegen die Schwulen-Ehe ist. Ist irrelevant. Darien Merkel Das ist es doch. Weil du stellst dir hin, dass nur Muslime gegen diese Homo-Agenda sind. Als die deutsche Mannschaft, die Scheiße da in Katar abgezogen hat, hat die ganze Welt über die gelacht. Das stimmt schon. Also Christen sind auch gegen Homosexualität, aber sie verlangen nicht, dass Leute eingesperrt werden oder getötet werden. Oder genau, wir können das Sachen kritisch sehen. Wir können auch Sachen nicht gut finden. So. Das heißt aber nicht, dass wir anderen Schaden zufügen müssen. Genau. Oder siehst du das anders? Ich meine, ich versuche immer so viel, also so wenig Schaden anzurichten, wie es geht. So. Und oder siehst du das anders irgendwie? Also. Nein, ich will dir doch nicht schaden. Ich seh darin eine Krankheit, die therapiert gehört. Und das aber ist eine ja, therapieren. Okay, ganz die kurz. Kann man nicht therapieren. Das ist einfach so. Die suchen sich das gar nicht aus. Die stehen nicht morgens auf und sagen, ich bin heute schwul. Die haben gesagt, eine Krankheit. Ich habe mit Homosexuellen gesprochen. Ich war der größte homosexuellen Hasser auf diesem Planeten. Während meiner muslimischen Zeit habe ich entdecke in Kalmandi meine Wenigkeit. Ich entdecke mich, wie ich früher war. Ja, deswegen wundert mich das auch alles gar nicht so sehr, weil das war meine Sprechart. Ich habe mich mit Homosexuellen hingesetzt und habe gefragt, Leute, wie ist das? Habt ihr einen Dachschaden? Habt ihr in der Kindheit irgendwas erlebt, das euch zu Homosexuellen gemacht haben? Und da habe ich mit einem halb Japaner, halb Engländer gesprochen. Und er hatte zu mir gesagt, nein, ich hatte einfach keinen Bock auf Frauen. Ich fühle mich zu Männern hingezogen und deswegen finde ich, ist Homosexuelle eine völlig natürliche Neigung. Ja, er hat sich das nicht ausgesucht, homosexuell zu sein. Ich habe mit mehreren Homosexuellen gesprochen, die hatten keine befremdliche Kindheit, die waren keinem Traumata ausgesetzt. Was ist los? Dass aber, die Muslime diese Menschen genau, vom Erdball wücken wollen, nur weil es diese Sodom- und Gomorra-Geschichte gibt von Lot im Koran oder in der Bibel, die genauso ihren Teil daran hat, dass heute Homosexuelle so scharf angeguckt werden von diesen spezifischen Religionsgemeinschaften. Aber genau, okay, das und das führt zu weiterem Problem. Angezogen. Ja, ist aber warte mal, das führt zu weiterem Problem. Die islamische Gesellschaft ist zum Teil sexuell total gestört. Die dürfen ihre eigene Frau nicht überall hinnehmen. Die dürfen andere Frauen nicht angucken. Also ist alles tabu. Dem bleibt, kennst du Bacha-Baris? Das sind tanzende Jungs in Pakistan, in Afghanistan. Die haben noch kein Bart, die zählen nicht als Mann. So, Frauen sind verboten, Männer sind verboten, aber bleiben nur kleine Jungs. Und die werden rumgereicht dort, weil es das einzige Möglichkeit ist, Sex mit irgendjemandem zu haben und auf der Straße gesehen zu werden. Ja, aber das ist doch nicht islamisch, das ist kulturell bedingt. Das ist eine sexuelle. Ja, der Brauch kommt auch nicht aus dem Islam. Das ist eine andere Tradition, das stimmt. Aber er ist aufgeblüht, weil durch die islamisch sexuell gestörte Gesellschaft die Männer, also Sex ist ja auch, was Scham macht es da oft in der Öffentlichkeit und so. Das macht die Männer halt verrückt auch in einer gewisser Weise. Ja, aber schau mal, das ist ganz schrecklich. Ich muss dir mal angucken. Es sagt ja keiner, dass es in islamischen Ländern auch nicht Verrückte geben. Da gibt es ja auch Leute, die bespringen eine Ziege. Aber ob das jetzt so richtig ist, das weiß ich auch nicht. Guck mal. Ja, ich kann dir das mal schicken, guck dir das an. Ich kenne das. Ich habe afghanische Freunde, ich kenne diese Geschichten, ja. Also, wenn du über Menschen redest, und egal ob es jetzt schwul, weiß, schwarz, was sie auch sind, wenn du über Menschen redest, deine Intentionen sind wichtig. Der erste Gedanke, den du haben solltest als Mensch, ist, was sind meine Intentionen und was sind ihre Intentionen? Wenn du diese Menschen kennenlernst oder du weißt, dass sie homosexuell sind oder trans, dann ist dein erster Gedanke, so hörst du dich an, du bist krank, du gehörst therapiert. Und so funktionieren halt Gemeinschaften nicht.
Gemeinschaften funktionieren nur, wenn sie aufeinander bauen können und miteinander sind. Das heißt, wenn du aber sowas sagst, es tut mir leid, dass ich das immer wieder sagen muss in diesen Streams, du bist einfach nicht gebildet. Es tut mir leid, dass ich das sage. Und wenn du jetzt die Argumente bringst, von denen du nichts verstehst, dann ist das entweder müssen wir dich dann bei jedem Wort korrigieren oder einfach nur sagen, nee, geh erstmal zurück, lerne über diese Themen und dann kannst du mit einer Gesellschaft sprechen, die über Fortschritt und förderndes Verhalten spricht. Und also nicht. Einmal, und übrigens, ich möchte mal eine Sache sagen. Wenn wir schon von Moral sprechen, dann schau dir mal die Sexualmoral im Islam an. Ja, heiraten von Kleinkindern, Mohammed entjungfert eine Neunjährige, ist für mich eine Vergewaltigung gewesen, die Zeitehe bei den Schiiten, die Zeitehe bei den Sunniten, die Vielweiberei, die Sexsklaverei im Islam, die juristisch nie verboten wurde, sondern nur modifiziert worden ist. Also mit was für einer Moral willst du eigentlich hier antanzen, Kalmandi, wenn auf der gleichen Ebene Kriegsgefangene, weibliche Kriegsgefangene versklavt werden dürfen. Mit welcher Moral möchtest du hier bitte den Rest unserer Diskutanten übertrumpfen, wenn der Islam faktisch die Gefangennahme von Frauen erlaubt? Auch wenn sie verheiratet sind, werden sie in dem Moment, wo sie gefangen genommen werden, geschieden. Und Männer können mit denen schlafen, die Sahaba konnten mit den Frauen schlafen. Der hat sich aus den jüdischen Stämmen die feinsten jüdischen, schönsten jüdischen Frauen herausgepickt und hat mit ihnen geschlafen. Er hat mit seiner Sexsklavin Maria al-Kopti, ja, Maria der Koptin geschlafen, während seine eigene Frau zu Besuch bei ihren Eltern war. Er hat mit verschiedenen anderen Frauen geschlafen, die seine Sklavinnen waren. Und dann kommst du hier und regst du dich auf über einen Mann, der Zuneigung zu einem Mann hat oder über eine Frau, die Zuneigung zu einer Frau hat. Was tun dir diese Menschen? Etwa 6% der Gesamtbevölkerung in Deutschland sind homosexuelle Menschen. Ein kleiner Prozentteil. Die können sich nicht mal vermehren. Die werden nie ein Risiko für dich sein. Nie. Nie ein Risiko für die Mehrheitsgesellschaft sein. Und warum behandelst du sie so, als wären sie ein Risiko für diese Gesellschaft? Liebe, Liebe. Fertig. Kian, da wurde auch öfter im Chat gefragt, wie steht Islam oder halt, was steht in Scharia zu Pädophilie? Wann ist man pädophil? Welche Strafen gibt es? Und wie sieht es da aus? Es gibt keine Strafen. Es gibt keine Strafen für Pädophilie im Islam. Aber für Homosexuelle schon, ne? Für okay. Homosexuelle das ist so krass einfach, das ist so widersprüchlich. Wenn ein Homosexueller überführt wird, also wenn Zeugen sehen, wie ein Mann mit einem Mann intim gewesen ist, dann werden beide getötet. Wenn ein Mann oder eine Frau Geschlechtsverkehr mit einem Tier hat, dann werden beide getötet, das Tier und der Mensch. Und die Scharia ist eindeutig. Zur Pädophilie gibt es überhaupt keine juristischen Anweisungen. Warum? Weil der Koran durch Sure 65, Vers 4 faktisch die Tür aufgemacht hat zur Kinderheirat. Deswegen hat Khomeini ja auch diese ekelhafte Schenkelverkehr-Fatwa rausgebracht, wonach man also sich mit einem Baby auf den Oberschenkeln vergnügen kann. Ja? Und das ist bei Schias so, oder? Bei den Schiiten ist das so. Okay. Da hat Khomeini die sogenannte Schenkelverkehr-Fatwa herausgebracht. Ja? Und wenn aus Versehen der Penis eines Mannes in das Baby hineinrutscht, aus Versehen, dann muss der Mann, dem das passiert ist gegenüber dem Baby, der muss nur dieses sogenannte Blutgeld bezahlen. Ja? Mein Gott. Ja? So, das ist es. Und deswegen hat Mohammed ja auch gewartet. Mohammed hatte ja Aisha geheiratet, als sie ihre Tage ja noch nicht bekommen hat. Da war sie ja 6. Und wann hat er mit ihr geschlafen? Als sie ihre erste Menstruation bekommen hat. Da war es für ihn klar, jetzt kann er mit ihr schlafen. Stellt euch mal den Penis von einem 54-jährigen Mann vor in dem Körper von einem 9-jährigen Mädchen. Ja, das muss richtig brutal sein. Ja, also ich weiß nicht. Also, tut mir leid. Bin Banz, der Oberste. Der Obermufti aus Saudi-Arabien, das würde ich jedem Moslem empfehlen. Bin Batz ist der oberste Rechtsgeleitete aus Saudi-Arabien. Der hat eine Heiratsfatwa ausgerufen. Und zwar sagt er, eine Heirat ist auch heutzutage noch mit einem Mädchen, was 4 oder 5 Jahre ist, möglich nach dem Vorbild von Muhammad, wenn das Bin Batz, Heiratsfatwa. Jeden mal abgoogeln, dann sieht ihr, dass es heute
möglich ist. Ja, die Kinderehe ist Heiratsfatwa von Simbats. Ganz besonders in Nordafrika, Hermann. In Jemen und in Libyen gibt es Millionen von Kinderehen. Aber wenn du, es gab wenn mehrere du Vorfälle, wo ein sehr bekannter jemenitischer Gelehrter hat seine Kinderbraut ist so sehr in ihr eingedrungen, dass er sie getötet hat dabei. Und das hat vor ein paar Jahren hat das riesige Schlagzeilen verursacht, weil er so ein populärer Gelehrter in der islamischen Welt war. Ja. Ja, aber du musst auch fairerweise dazu sagen, dass zum Beispiel Saudi-Arabien das Heiratsalter auf 18 Jahre begrenzt hat. Das stimmt, aber das sind menschengemachte Gesetze, die sind nicht über den von Gott gemachten Gesetzen. Deswegen wird das so praktiziert. Die Menschen sind sicher weiter, weil du redest ja immer, was war. Die Scharia hat jetzt Altersbegrenzung mit der ersten Menstruation, das heiratsfähige Alter mit der ersten Menstruation, also mit 9 Luna-Jahren festgelegt, mit 9 Mondjahren, kann ein Mädchen verheiratet werden oder kann geheiratet werden. Und der Iran hat das Heiratsalter von 15 auf 9 heruntergesetzt. Also Saudi-Arabien fortschrittlich und der Iran geht zurück auf 9 Jahre. Wunderbar. Ja, natürlich. Der Iran ist sehr rückschrittlich und das liegt halt daran an eurer Schia-Religion. Wenn ich schreiben müsste, dann würde ich sagen, der Iran ist das fortschrittlichste islamische Land. Nein, ja? Auf gar keinen Fall. Nicht mit solchen brutalen Gesetzen wie in Pakistan oder wie in Nordafrika oder wie in Saudi-Arabien oder wie in Indonesien in der Region Aceh, wo die Scharia eingeführt worden ist und dann plötzlich angefangen wurde, es jeden Tag junge Menschen auszupeitschen, die sich am Strand getroffen haben. Der Iran ist diesbezüglich hat eine sehr moderate Staatsverfassung. Ja, mal abgesehen davon, dass die Frauen dort viel mutiger sind als im Rest der islamischen Welt, weil sie einfach mehr Kultur haben. Das sagst du jetzt ja auch nur, weil du selber Iraner bist. Nee, ich bin Kurde aus dem Iran. Ja, ethnisch gesehen macht es ja keinen großen Unterschied. Ja, aber ich sage das, weil ich objektiv darüber bin. Gibt es noch andere Länder? Ja, in den Golfstaaten gibt es noch andere Länder, die sich darauf geeinigt haben, die Religion möglichst flach zu halten. Dubai zum Beispiel. Ja, da herrscht die Scharia zum Beispiel nicht. Da gibt es zwar strikte Gesetze, aber die Scharia herrscht dort nicht. Tatsache ist, dass in deiner Religion oder dass wegen deiner Religion 13 Staaten in der islamischen Welt existieren, die die Tötung für Apostasie, für Abtrünnigkeit vom Islam bestraft. Und deswegen hatte ich dir auch vorhin den Spiegel vorgehalten und habe gesagt, wie würde es dir gefallen, wenn es 13 Staaten geben würde auf diesem Planeten, die den Menschen mit dem Tode bestrafen würden, die zum Islam konvertieren. Ja, die gibt es natürlich heute, glaube ich, so nicht mehr. Vielleicht irgendwo, vielleicht in Angola oder so. Es gibt nirgendwo. Aber ich sage dir,